Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Videoreihe, die ich heute einführen möchte. Und sie heißt 5 Vorurteile über Japaner. Ich wurde schon öfters von euch, aber auch von anderen Leuten gefragt, so, hey, du warst doch in Japan. Ich habe da gehört, dass es so und so ist. Ist es wirklich so? Und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal ein Video darüber, wo wir über Vorurteile reden, die ich oder ihr so habt und ob sie wirklich so sind. Als kleiner Disclaimer vorneweg, das ist ein Video aus meiner Perspektive. Das bedeutet, alles was ich euch erzähle, basiert auf den Erfahrungen, die ich während meines Auslandssemesters in Japan gemacht habe. Und ja, das basiert auf den Japanern, die ich kennengelernt habe, Dingen, die ich erlebt habe und ist vielleicht für manche Leute ein bisschen anders, aber das sind eben meine Erfahrungen und die möchte ich mit euch teilen. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es sehr viele Vorurteile über Japaner und deswegen wird das Ganze auch eine Videoreihe werden. Das bedeutet, ihr könnt mir am Ende in die Kommentare noch weitere Vorurteile schreiben, die ihr so habt und dann werde ich das nächste Mal wieder 5 Stück rauspicken und eine neue Folge machen und dann eine neue Folge und eine neue Folge, bis wir irgendwann mal alle Vorurteile abgehakt haben. Aber jetzt lasst uns direkt mit Vorurteil Nummer 1 anfangen. Japaner sind super höflich und freundlich. Könntest du mir bitte kurz einen Stift leihen? Ja klar, kein Problem. Dankeschön, wirklich danke. Ja, also danke, wirklich, danke. Bitteschön, danke alles sehr. Gut. Das bedeutet mir wirklich viel. Bitte, kein danke, Thema. Danke. Alles also der gut. Stift, der rettet mir wirklich den Tag. Ja, bitte. Ist kann ich jetzt, da kann ich jetzt hier schreiben. Dankeschön. Bitteschön. Danke. Ja. Danke. Bitte. Danke. Tadashi! Dieses Vorurteil ist zu 100% wahr. Ich habe während meines ganzen Auslandsjahres in Japan nicht eine einzige Person kennengelernt, die unfreundlich zu mir war. Natürlich ist nicht alles immer rosig und schön, aber trotzdem, egal in welcher Situation, sind Japaner immer sehr höflich und sehr zuvorkommend, sehr freundlich und auch sehr hilfsbereit, kann ich an dieser Stelle sagen. Das fängt an bei super kleinen Kleinigkeiten, wo man eben einfach nur mal Bitte und Danke sagt, was man in Deutschland manchmal so ein bisschen vermisst. Hängt aber auch damit zusammen, dass Japaner eben in ihrer Kultur diese Freundlichkeit einfach verankert haben. Das bedeutet, sie werden schon so aufgezogen, dass man immer sehr freundlich und höflich sein muss und dass vor allen Dingen auch Respekt eine sehr wichtige Sache in ihrer Kultur ist. Außerdem gibt es so eine Art ungeschriebene Regel, die ich ab und zu schon mal erwähnt habe, die besagt, dass man eben andere Menschen nicht unbedingt in schwierige Situationen oder Schwierigkeiten allgemein bringen sollte mit seinem eigenen Handeln. Und durch diese ganzen Dinge ist es einfach wirklich fest verankert in der Kultur, dass man höflich und freundlich ist. Jetzt gibt es auch ein paar Leute, die sagen, dass sich dadurch auch eine Art übertriebene oder gespielte Höflichkeit entwickelt hat. Zum Beispiel, wenn man in einen Laden reingeht und die Verkäufer super freundlich zu dir sind und super zuvorkommt, weil du eben ein Kunde bist. Das kann ich leider nicht ganz verneinen, dass das einem manchmal so vorkommt. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt davon, der vielleicht negativ sein kann, je nachdem wie man das sieht. Aber es ist eben auch einfach so, dass es Japaner gibt, die an euch vorbeifahren mit dem Auto und weil sie euch helfen wollen, anhalten und zu euch hinkommen. Und da möchte ich sagen, sowas, das würde in Deutschland nie passieren. Da kenne ich einige Storys in der Richtung. Übrigens, wenn ihr Interesse an diesen Storys habt, dann gebt mir mal einen Daumen nach oben, dass ich das weiß. Und dann mache ich mal so eine Art Storytime-Video, wo ich euch einfach mal Dinge erzähle, die ich bisher noch nicht so erzählt oder erwähnt habe hier auf dem Kanal. Wenn euch das interessiert, ja, lasst es mich wissen. Aber zurück zur Freundlichkeit. Sowas würde in Deutschland einfach nicht passieren, dass jemand, der mit dem Auto an euch vorbeifährt, anhält und das auf einer Hauptstraße. Es ist einfach, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen und doch, es gibt Japaner, die so etwas machen. Aber auch im Alltag ist es einfach super toll, wenn alle nett und freundlich und höflich zueinander sind. Deswegen, dieses Vorurteil ist zu 100% wahr. Vorurteil Nummer 2. Japaner können kein Englisch. Excuse me? Can you tell me how to get to Akihabara Station? Akihabara? Next train wa Yamanote Sen. 5 minutes. Hayaku ne? This way. Okay, thank you. This way. Tarashiku nai. Auch wenn es jetzt viele überraschen wird, aber dieses Vorurteil verneine ich. Es stimmt nicht. Ja, es gibt sehr viele Japaner, die kein Englisch
zu sprechen scheinen. Das Ding ist eigentlich, sprechen Japaner schon irgendwie Englisch. Nur viele sprechen es eben auch nicht aktiv, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Ja, das japanische Bildungssystem ist, was Englischlernen angeht, nicht so vorteilhaft. Und es gibt wirklich auch Japaner, die wirklich kaum Englisch verstehen oder reden können. Das gibt es, 100%, ja. Aber es gibt eben auch sehr viele Japaner, die sehr gutes Englisch sprechen. Und es gibt auch sehr viele Japaner, die einfach Angst haben, Englisch zu sprechen, wie ich das eben schon erwähnt habe. Dadurch, dass es eben alle verschiedenen Möglichkeiten gibt, würde ich nicht sagen, dass man generell sagen kann, Japaner sprechen kein Englisch. Denn das ist falsch. Das wäre genauso, wie wenn man sagt, Deutsche sprechen kein Englisch. Nur weil es einen gewissen Teil der Bevölkerung gibt, die eben kein Englisch verstehen. Und von ein paar Personen auf eine ganzere Bevölkerung zu schließen, finde ich ein bisschen, ja, extrem. Und deswegen würde ich sagen, dieses Vorurteil stimmt nicht. Denn es gibt Japaner, die sprechen sehr gutes Englisch. Und im Durchschnitt würde ich behaupten, spricht der Durchschnittsjapaner genauso gutes Englisch wie der Durchschnittsdeutsche. Das ist mein voller Ernst. Fun Fact an dieser Stelle, es ist mir sogar schon mal passiert, dass Japaner, die so 60, vielleicht auch noch älter waren, mich auf Englisch in Tokio angesprochen haben und mit mir über politische Themen wie zum Beispiel Trump diskutieren wollten und super gutes Englisch gesprochen haben. Das hat mich mega überrascht. Das hat man halt einfach nicht erwartet. So ganz casual auf der Rolltreppe hat uns da jemand mal angesprochen. Und ja, sowas gibt es auch und deswegen, es ist einfach nicht wahr, dass Japaner kein Englisch sprechen. Vorurteil Nummer 3. Japaner sind super schüchtern. Dokana. Zu diesem Vorurteil gibt es keinen Sketch, weil mir nicht so richtig eingefallen ist, was lustig ist. Denn ich finde dieses Thema schwierig zu beurteilen. Ich würde es nicht bejahen und ich würde es nicht verneinen. Ja, es gibt Japaner, die sind super schüchtern. Aber nein, es gibt auch Japaner, die sind überhaupt nicht schüchtern. Es ist nicht wie bei dem Vorurteil davor, dass ich sage, nein, es ist nicht wahr. Aber so richtig bejahen möchte ich es auch nicht. Ein paar von euch wissen wahrscheinlich, dass ich als English Student Assistant in Japan gearbeitet habe. Und ja, wir haben dort teilweise Gespräche mit Japanern geführt. Beziehungsweise haben wir sie ermutigt, auf Englisch Gespräche zu führen. Das heißt, wir saßen so mit einer Gruppe von so 5, 6 Japanern zusammen und haben eben mit denen auf Englisch so ein bisschen gesprochen. Und dann gab es eben auch Leute, die sehr wenig geredet haben und die ganze Zeit auch nur entweder auf den Tisch vor sich geschaut haben oder eben auf ihr T-Shirt oder einfach dich so gut wie gar nicht angeschaut haben, weil sie eben mega schüchtern waren und es für sie super anstrengend waren und sie haben währenddessen auch nicht so viel geredet wie ich gerade. Sie haben den Augenkontakt vermieden und wirklich sehr kurze Antworten gegeben und wenn sie angesprochen wurden, waren sie auch super überrascht. Also ja, es gibt Japaner, die dieses Klischee zu 100% erfüllen. Es gibt aber auch Japaner, die dich umarmen, nachdem sie dich kaum kennen und super, ja, aus sich herausgehen und super laut und fröhlich sind und die eben einfach 100% dieses Klischee nicht erfüllen. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ja, es ist wahr und aber auch, nein, es ist nicht wahr, wie eben schon erklärt. Ich würde einfach sagen, das kommt immer so ein bisschen auf die Japaner drauf an, die man kennenlernt. Und ja, es kann wahr sein, wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern es eintritt, dass es wahr ist. Aber es trifft eben nicht auf alle Japaner zu. Vorurteil Nummer 4. Japaner essen nur Reis und Fisch. Was wollen wir heute Abend essen? Reis. Reis und Fisch. Sushi. Wie wär's mit Reis? Wir hatten schon lange kein Sushi mehr. Tadashikunai. 100% ist dieses Vorurteil nicht wahr. 100% nicht. Ja, viele japanische Gerichte beinhalten Reis und Fisch. Aber es gibt auch japanische Gerichte, die haben keinen Reis und Fisch drin. Wie zum Beispiel Ramen oder Soba. Und ja, wenn ihr sagt, Japaner essen Reis und Fisch und das stimmt, dann müsstet ihr auch sagen, Japaner essen Nudeln und das stimmt. Und mit dem Satz, Japaner essen nur Nudeln, ja, kann ich mich irgendwie so gar nicht anfreunden. Und ich glaube, das wird für die meisten komisch klingen, weil Nudeln, da denkt man eher an sowas wie Italien. Außerdem ist es so, dass es Japaner gibt, die mögen kein Sushi, die essen kein Sushi. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt auch Deutsche, die trinken kein Bier. Ich zum Beispiel. Trotzdem lege ich es euch mal ans Herz, wenn ihr in Deutschland nicht gerne Fisch esst, so wie das bei mir eigentlich der Fall ist, in Japan einfach mal Fischgerichte zu probieren. Denn Fisch schmeckt in Japan ganz anders als in Deutschland. In Deutschland riecht und schmeckt Fisch eben irgendwie fischig.
In Japan ist das aber nicht der Fall, denn der Fisch ist dort so frisch, dass er halt nicht diesen fischigen Geruch und Geschmack hat und ja, zwar irgendwie einen Geschmack hat, aber einen sehr dezenten und es einfach super lecker ist. Und ja, Fisch wie in Japan habe ich noch nie in Deutschland gegessen. Deswegen, auch wenn ihr in Deutschland keinen Fisch mögt, probiert Fisch in Japan. Aber so viel zu diesem Vorteil. Jeder Japaner liebt Anime und Manga und kennt jeden möglichen Anime und Manga. Endlich bin ich in Japan, meinem Traumland, dem Anime-Paradies. Hier wird es mir besser gehen. Hier werde ich all meine Sorgen aus Deutschland vergessen können. Und das für immer. Denn hier mag jeder Anime, hier mag jeder Manga. Alle sind begeistert davon. Und jeder liebt auch mein Lieblings-Anime. Lieben Sie One Piece genauso wie ich? Was? Tadashikunai. Dieses Thema ist sehr schwierig, weil es irgendwie sehr viele Leute gibt, die wirklich denken, dass es so ist. Aber nein, Japan ist kein Anime- und Manga-Paradies, kein Anime- und Manga-Traumland. Nein, einfach nein. Ich kann verstehen, woher dieser Gedanke kommt, da die Anime-Industrie eben aus Japan kommt, beziehungsweise in Japan einfach sehr, sehr groß ist, da es in Japan auch sehr viele Charaktere gibt, die auf irgendwelchen Bildchen oder Zeichen euch irgendwas erklären, da es einfach überall Anime-Charaktere für jeden möglichen Schnurz gibt. Es ist wirklich so, dass diese Industrie dort sehr groß ist und ja auch sehr geschätzt wird, aber es gibt eben Leute, die kennen nicht alle Animes. Es gibt Leute, die kennen gar keine Animes. Es gibt Leute, die kennen halt so was wie One Piece und Naruto oder Dragon Ball vielleicht noch, aber dann hört es auf. Das ist wie in Deutschland. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür, die kennen ein bisschen was davon. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür, die kennen sehr viel davon. Und es gibt Leute, die kennen das halt gar nicht. Und genauso gibt es das mit Japanern, auch wenn diese Industrie dort herkommt. Das ist schwer zu akzeptieren vielleicht für manche, aber es ist einfach so. Es war für mich auch ein großer Schockmoment, als ich mit jemandem gesprochen habe, der Sword Art Online einfach nicht gekannt hat. Das war für mich ganz komisch, weil ich mir dachte so, hey, Sword Art Online ist in der Szene super bekannt und diese Szene kommt aus Japan, also muss doch jeder in Japan das kennen, aber nein. So ist es einfach nicht. Akzeptiert es einfach, dass Japan ein Land ist, in dem Anime und Manga sehr groß und ja, diese Szene einfach super beliebt ist, aber in der einfach nicht jeder jeden Anime kennt. Und Japan ist kein Traumland und kein Paradies für Anime und Manga und vergesst dieses Thema einfach. Ich könnte über dieses Thema jetzt auch noch sehr viel weiter reden, das würde aber dieses Video sprengen. Und eigentlich habe ich auch noch ein Video geplant, was nur dieses Thema behandelt. Ich habe doch ein Skript geschrieben und ein Voice-Over aufgenommen, aber das liegt jetzt seit fast einem Jahr rum, weil ich es einfach nicht schaffe, das irgendwie visuell auszufüllen. Ja gut, so viel dazu. Wenn ihr Interesse an diesem Video habt, lasst es mich gerne mal wissen. Aber wir kommen zum Ende dieses Videos und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es ist mir ganz wichtig mit dieser Videoreihe euch einfach so ein bisschen so ein Verständnis dafür zu geben, dass es Vorurteile und auch Stereotypen gibt, die man im Kopf hat, die aber einfach nicht wahr sind. Ich kann euch zum Beispiel von folgender Situation erzählen, die mir sehr, sehr oft in Japan passiert ist. Die Leute kamen auf mich zu und meinten so, hey, du bist aus Deutschland, du magst doch bestimmt Fußball und Bier und Würstchen und Kartoffeln und was weiß ich, was sie noch alles aufgezählt haben. Und ich dann so, du, tut mir leid, für Fußball interessiert es mich gar nicht, Bier trinke ich auch nicht unbedingt und Würstchen sind zwar lecker, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Würstchen esse. Und die so, was? Oh mein Gott, aber du bist doch deutsch. Und ich so, ah, und du bist japanisch, also isst du jeden Tag Sushi und ja, liebst Kampfsportarten, schaust nur Anime und Manga und ja, was fällt mir eigentlich noch ein? Und die Leute dann immer so, ah, oh, ich verstehe, okay, sorry. Genauso viel Verständnis, wie wir für ihre Kultur aufbringen müssen, müssen sie manchmal für unsere Kultur aufbringen. Und klar hat jeder irgendwie so Stereotypen im Kopf, wenn er an ein bestimmtes Land denkt. Aber man sollte nicht davon ausgehen, dass jede einzelne Person in diesem Land auch all diese Stereotypen erfüllt. Klar gibt es einen großen Teil wahrscheinlich, der immer irgendwie darauf zutrifft, weil sonst wäre dieses Vorurteil wahrscheinlich auch nicht unbedingt entstanden. Aber es trifft halt einfach nicht auf jede einzelne Person zu. Und dafür wollte ich ein bisschen Bewusstsein mit diesem Video schaffen.
Und da ich weiß, dass es noch sehr viel mehr Vorurteile und Stereotypen über Japan gibt, wird es eine Videoreihe werden, wie schon erwähnt. Deswegen schreibt mir in die Kommentare alle weiteren Vorurteile und Stereotypen, die ihr so über Japan habt, beziehungsweise über Japaner. Vielleicht mache ich auch mal ein Video, wo ich nur über die Vorurteile über Japan als Land rede und nicht über die Japaner als Menschen, so wie ich das heute gemacht habe. Mal schauen, was ich da so finde. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt was gelernt und fandet das interessant. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Und lasst mich wissen, ob ihr Storytimes aus Japan hören wollt.